Guten Tag, ich bin Dr. Wozniak und bin Diabetologe in der Diabetesambulanz hier in Passau. Hierher kommen Kinder, die an Diabetes Typ 1 erkrankt sind, viermal im Jahr, um sich untersuchen zu lassen. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute kommen zwei junge Erfinder in meine Praxis und bringen ihren Roboter mit. Er soll auch vor allem für Kinder mit Diabetes sein und ihnen Wissen über die gesunde Ernährungsweise übermitteln. Sie haben mir geschrieben, dass er Quizspiele mit den Kindern spielt. Oh, da kommen sie ja. Guten Tag. Wo habt ihr denn den Roboter? Was kann er denn alles? Also der Roboter ist da und er kann mit Ihnen Quizspiele spielen. Mit mir? Ja, auch mit Ihnen. Er ist nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Mein kleiner 6-jähriger Bruder ist letztes Jahr an Diabetes Typ 1 erkrankt. Er war oft sehr verwirrt, für was er sich Insulin spritzen muss und was er einfach so essen darf. Dazu kam noch, dass er alle 3 Monate zur Untersuchung musste, wo er sich im Wartezimmer sehr langweilte. Und da kam uns die Idee. Der Besuch beim Arzt könnte viel spannender werden, wenn die Kinder etwas tun können, was sie normalerweise nicht können. Wie mit einem humanoiden Roboter spielen. Dabei lernen sie Wichtiges über die gesunde Ernährung. So ein Roboter kann man nicht nur in meiner Arztpraxis anwenden. Man kann ihn auch weltweit und bei anderen Krankheiten oder auch in der Schule anwenden. So können wir zur Verbesserung der Ernährung weltweit beitragen. Welche Quizfragen wollt ihr den Kindern stellen? Ich will es wissen, ob ihr nichts Falsches beim Quizspiel den Kindern übermittelt. Selbstverständlich haben wir zu Experten befragt. Sie haben uns die Quizfragen und Antworten vorgeschlagen. Unser erstes Quiz befasst sich mit der Frage, ob ein Produkt Kohlenhydrat enthält oder nicht. Wir wollen den Kindern zeigen, was sie komplett ohne Insulin essen können. Lasst uns Sugarman jetzt ausprobieren. Hallo, willst du mit mir spielen? Enthält dieses Essen Kohlenhydrate? Schauen Sie, da sind 2 Felder auf dem Boden, ein rotes und ein weißes. Rot bedeutet Nein und Weiß bedeutet Ja. Und dann muss man noch einmal laut klatschen, um die Antwort zu bestätigen. Hallo, willst du mit mir spielen? Muss man zu diesem Essen Insulin nehmen? Paprika? Wir haben versucht, alle Mittel von Lego Mindstorms auszunutzen. Wir haben zum Beispiel holonomische Räder benutzt, damit der Roboter in alle Richtungen sich bewegen kann und fahren kann. Wir haben eine Zahnradüberleitung von klein auf groß benutzt, damit der Roboter auch die schweren Arme hochheben kann und damit Emotionen ausdrücken kann. Auf diesem Sequenzendiagramm sehen Sie, wie das Quiz funktioniert. Zuerst verbinden sich die Quiz-App und die Augen-App zu dem Roboter. Jetzt sendet die Quiz-App Start an den Roboter und die Antwort der ersten Frage. Der Roboter wertet jetzt die Sensoren aus. Wenn er herausgefunden hat, wie ein Kind geantwortet hat, sendet er dies zurück an die Quiz-App. Die Quiz-App und der Roboter werten aus, ob es richtig oder falsch war. Die Quiz-App zeigt an, ob es richtig oder falsch war und spielt Sprache ab. Und der Roboter bewegt sich. Zusätzlich wird auch noch an die Augen-App gesendet, ob es richtig war oder falsch, um eine Animation abzuspielen. Unser Programm ist logisch in Klassen verteilt. Wir haben mehrere Klassen für die Bewegung, dann noch für die Sensoren und für verschiedene Emotionen. Das Hauptprogramm ist mit Behaviors aufgebaut. Wir haben einmal Frage und Antwort und dann noch fröhlich und traurig. Fröhlich und traurig sind, glaube ich, selbsterklärend. Frage ist Warten auf eine Nachricht und Antwort ist Auswerten der Sensoren, sodass eine Antwort zustande kommt.